Was haben wir hier? Wir haben eine Klammer, wir haben keinen Nenner, keine Wurzel, sonst auch nichts. Erste Möglichkeit, man könnte die Klammer natürlich auflösen. Ist aber aus zwei Gründen doof. Einmal wird es komplizierter und B habe ich ja nachher nicht mehr nur noch einen Buchstaben X. Also mache ich Folgendes, ich löse erstmal nur nach der Klammer auf, damit ich nur noch da stehen habe, Klammer hoch 4 und ziehe dann die vierte Wurzel. Das heißt, erstmal bringe ich alles weg, was nicht nach Klammer aussieht. Die 12 muss weg, also habe ich 2 mal Klammer hoch 4 gleich 20 plus 12 sind 32. Die 2 muss weg, ist mit mal verbunden, also bringe ich sie mit geteilt weg. Und habe jetzt nur noch Klammer hoch 4 gleich 32 durch 2 sind 16. Und jetzt habe ich Klammer hoch 4 ist 16, ziehe also die vierte Wurzel. Und Sie denken dran, beim vierte Wurzel ziehen braucht man plus minus. Links habe ich also Klammer hoch 4 ist weg, ich habe nur noch x minus 3. Und rechts vierte Wurzel aus 16. Welche Zahl hoch 4 gibt 16? Das ist die 2. Und das plus minus natürlich noch rein. Also habe ich zwei Lösungen. Die Pluslösung lautet x minus 3 gleich plus 2. Sprich, wenn ich die 3 nach rechts bringe, habe ich x gleich 5. Und die Minuslösung, dann hätte ich x minus 3 gleich minus 2. Wenn ich die 3 nach rechts bringe, habe ich x gleich 1. Habe also mein x1 und mein x2.